Kann man sich gar nicht wünschen. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen zu Hause und hier, liebe Gäste, einen wunderschönen Abend. Wir sind hier im Berggasthof Schroffen in Bad Reichenhall zu Gast. Am vorletzten Tag des alten Jahres sind wir noch einmal unterwegs für Sie mit den lustigen Musikanten im winterlichen Oberbayern. Ja, meine Damen und Herren, ach, da kommen ja schon wieder so viele Applause. Und was Sie sicherlich interessieren wird, liebe Gäste, das ZDF hat sich für 1994 vorgenommen, noch mehr lustige Musikantensendungen ins Programm zu nehmen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ja, das ist ja. Ja. Und ich habe auch eine ganz, ganz tolle Nachricht. Eine Nachricht? Ich habe mir nämlich gute Vorsätze für das neue Jahr schon überlegt. Du hast dir gute Vorsätze überlegt? Ja. Ehrlich? Ja. Wirklich? Mhm. Das finde ich toll. Ja, meine ich auch. Ja, was ist dabei rausgekommen? Nichts ist rausgekommen, es ist was dazwischengekommen. Das habe ich mir fast gedacht, aber du hast ja nur 24 Stunden Zeit, dir etwas zu überlegen. Auf alle Fälle, meine Damen und Herren, wir freuen uns und wir werden gewiss etwas uns heute Abend vornehmen mit Ihnen zusammen und es garantiert einhalten. Wir wollen nämlich mit Ihnen zusammen einen fröhlichen Jahresausklang feiern mit viel Musik, Gaudi, Humor und natürlich netten Gästen. Und das garantieren uns rund ein Dutzend Stimmungsinterpreten und Gruppen, die uns heute ihre besten und witzigsten Lieder mitgebracht haben. Ja, darum würde ich sagen, packen wir es jetzt gleich mit unseren ersten Gästen.
besten drei lustige Gesellen, die sich nach einem Münchner Stadtteil benannt haben. Und sie sind ja schon fast ein Dreivierteljahrhundert, das muss man sich mal vorstellen, in Sachen Volksmusik und Gaudi-Humor wirkliche Dauerbrenner. Also auf geht's jetzt, Start der lustigen Musikanten. Fröhlichkeit ist Trumpf bei den dreien, die jetzt kommen, beim Schorschi, beim Waggi und beim Hansi. Ein Bier wollen wir haben, die drei lustigen Mosacher. Wir wollen wir haben, sonst hauen wir alles zusammen. Was gab's dir geile Fetzen klirrt, wenn wir jetzt unser Bier nicht kriegt. Wir hauen alles zusammen, wenn wir unser Bier nicht haben. Wir stehen nicht gern trocken rum, besonders vor dem Publikum. Da kommt ihn halt mit einer drauf und schickt was drin darauf. Ein Bier muss jetzt gleich her, sonst sind wir halt nichts mehr. Ein Bier wollen wir haben, sonst hauen wir alles zusammen. Was gab's dir keine Fetzen für, wenn wir jetzt unser Bier nicht kriegen? Wir hauen alles zusammen, wenn wir unser Bier nicht haben. Hololoriki, hololoriki. Unser Bier nicht drin, wir hauen alles zusammen, wenn wir unser Bier nicht haben. Jetzt gehen wir gleich ins Hofbräuhaus und schmeißen alle Pressen aus. Ein Stadt ist wahr, doch nur ein Scherz aus der Weltstadt mit Herz. Und wer uns dies nicht glaubt, dem hauen wir uns aufs Haupt. Ein Bier wollen wir haben, sonst hauen wir alles zusammen. Was gab's dir keine Fetzen für, wenn wir jetzt unser Bier nicht kriegen? Wir hauen alles zusammen, wenn wir unser Bier nicht haben. Hololoriki, hololoriki. Wenn sie kein Bier nicht kriegen. Ja, das verstehe ich ja. Aber jetzt geht's gleich lustig weiter, so richtig zum Jahresausklang etwas Kesses. Ein Septett ist angesagt. Ein Septett. Eine flotte Musik, da geht jetzt die Post ab. Und wenn ich dir jetzt noch verrate, welche Namen dahinter stecken, dann weißt du gleich, welche eigenwillige Formation jetzt da ist. Meine Güte, die Traudel, Tanja, Petra, Anja, Helga, Sigrid und die Daniela spielen damit. Warum reibst jetzt du deine Augen? Ich kann fast nichts mehr sehen. Das wäre der Kurzzeit, dann kannst du diesen jungen Madeln jetzt wenigstens nicht nachschauen. Also komisch, jetzt kann ich wieder schauen. Ja, also da passiert mal immer das Gleiche. Sieben junge, fesche, bildhübsche Madeln singen jetzt. Sie haben pfiffige Texte mitgebracht, schwungvolle Melodien. Und sie haben mir versprochen, dass sie niemals, nie, nicht ihre Lederhosen gegen einen Schottenrock eintauschen. Applaus für die bayerische Sieben. Du kommst zu mir jetzt, gell? Aber ja. Doch wir riefen alle Nein.
1993. Menschenskind, wir sind schon so auf das 1994 eingestellt, aber morgen Abend ist es erst soweit, meine Damen und Herren. Aber wir haben ja heute schon die Stimmung, was die morgen gar nicht mehr haben können. Ja, vielleicht. Außer vielleicht daheim, wenn die Leute alle feiern. Ja. Oh, jetzt war ich ungeschickt. Ich hab den guten Gratiswein verschüttet. Ja. Wir haben ja bei den lustigen Musikanten seit Januar eben diese Sendereihe sehr, sehr erfolgreich. Ein Dankeschön an Sie zu Hause, liebe Gäste. Aber vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die internationale Funkausstellung Berlin. In Berlin im Sommer. Da haben wir nämlich dem Nachwuchs eine Chance gegeben und da haben sich einige als große Talente entpuppt und haben einen richtig großen Erfolg gehabt. Zwei extrem lustige Burschen beispielsweise haben sogar den Tagessieg errungen, weil sie die Lachmuskeln unseres Publikums damals so strapaziert haben. Kann mich noch gut erinnern, ein besonderes Merkmal der beiden sind so richtige schöne, zünftige Wadel und Zipfelmützen. Aha. Sie haben auch für den Jahresausklang ein sehr originelles Lied mitgebracht, nämlich was es jetzt mit der Kur und deren roten Gummischuhen auf sich hat, das erfahren Sie jetzt von den Zipfi-Zapfi-Burm. Ja, mein Kur, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kur ist ja so schlau. Ja, mein Kur, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr Leis nicht erfrieren. Mein Kur, Elsa, holt's nicht aus, reißt aus ihre Herden aus. Und ohne dass ein Bauer fragt, macht's einen Bummel in der Stadt. Es war im Mai ein schöner Tag, die Wanderung war gar kein Blag. Doch auf dem Weg hat sie sich gedeckt, dass an die Füße zu Dreck dran hängt. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr Fleiß nicht erfrieren. Die Elsa schwitzt, meist ist heiß. Beim Italiener schlägt's ein Eis. Und unterwegs, da trifft's ein Wurm. Mit dem geht's auf den Aussichtsturm. Im Schuhgeschäft probiert sie dann ihre roten Stiefel an. Mit was soll's denn, fragt der Gmilch. Die Elsa Mut mit einer Milch. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr Gleis nicht erbrüht. Alles passt, das Geschäft ist gemacht. Ja, wer hätte sich das gedacht? Nach alledem klang das noch nicht. Sie nimmt sich noch eine Kappe mit. Mit roten Stiefeln in der Herd. Denkt sie, es war ja nicht verkehrt. Denn seitdem mein lieber Bub hat's vom Stier einfach keine Ruhe. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr Gleis nicht erfriert. Thank you.
das zweite Septett, ein Zungenbrecher in unserer Sendung. Und schauen Sie mal ganz genau hin, aus, nämlich flotte Burschen. Ja, jung, dynamisch und erfolgreich. Otti Bauer und sein Musikantenexpress. Fantastisch. Wenn das alte Jahr endet und das neue Jahr beginnt, ist man in vielen Teilen Deutschlands schon mitten in den Faschingsvorbereitungen. Ja. Beispielsweise, man es werden neue Lieder ja. geschrieben, es werden neue Verse geschmiedet und man reißt sich um die Stars der Fasnachtsszene. Genau, und Mainz, wie singt und lacht, da ist natürlich die Hochburg des Karnevals zu Hause. Es gibt eine Dame, die ist ausgezeichnet worden als Mainzer, goldenes Mainzer Mädchen. Und sie hat unheimlich viele Faschingsschlager populär gemacht. Und sie soll sogar am Rosenmontag geboren sein. Begrüßen Sie mit mir Margit Sponheimer. Schnuckele, Schnackele, heißasa, komm, komm zu mir. Schnuckele, Schnackele, dass ich dich auch spür. Komm, schenk mir ein, noch ein Glas Wein. Prost auf die Liebe und auf uns zwei. In deinem Arm lieg ich so warm. Heut ist das Glück dabei. Schnuckele, Schnackele, heißasa. Schnackele, heißasa, trink mit mir, tanz mit mir, ich gehöre zu dir. Und der Mond hängt ganz schief und die Sterne verglühen, schau nie wieder zum Fenster hinaus. Die Musik spielt doch hier und ich bin bei dir. Halt mich fest, lass mich niemals mehr aus. Schnuckele, Schnackele, heißasa, komm, komm zu mir. Schnuckele, Schnackele, heißasa, dass ich dich auch spür. Komm, schenk mir ein, noch ein Glas Wein. Prost auf die Liebe und auf uns zwei. Das Glück dabei. Schnuckele, Schnackele, heißasa, hei, 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 hei. Schnuckele, Schnackele, heißasa, trink mit mir, tanz mit mir, ich gehöre zu dir, ja. Schnuckele, Schnackele, die Berge sucht und mit dem Steirerland zahlt sie auf Du.
Ein wunderschöner Titel. Juche auf der Hohen Alm im schönen grünen Steirerland. Eine sehr bekannte Gruppe, die zu einem Begriff im alpenländischen Raum geworden ist. Die Mooskirchner. Ja, meine Damen und Herren. Ja. Ein steirer Herz. Ein steirisches Herz schlägt natürlich höher. Wir bleiben gleich in der Steiermark und es kommt ein Mann jetzt zu uns, den man fast als steirischen Nationalhelden feiert. Lehmann Erzherzog Johann. Mit bürgerlichem Namen heißt er Matthias Meyer, aber der Nachname ist in der Steiermark sowieso nicht so wichtig. Matthias klingt auch so geschraubt, besser bekannt unter Hirs, das Urviech der Nation. Und Hirsi, auf geht's. Wo bist du? Ja. Ja, ich bin so Steirer und hoch kehrt. Ich muss ein bisschen schon bei dir im Steirerland. Bei uns in der Steiermark und in der Jung sind Leid so große Stadt. Sind wir die Dannenbaum bei uns daheim. Bei uns in der Steiermark und in der Jung sind Leid so große Stadt. Das ist der... Okay.
Das ist natürlich eine ganz tolle Überraschung, dass du Zeit gehabt hast, bei uns mitzumachen, bei den lustigen Musikanten am Berghaus auf Schroffen in Reichenhall, und dass du deine Musikanten mitgebracht hast, die Mooskirchner. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist so lieb von dir. Ich verehre dich. Also du bist ja wirklich, gell? Ja, du, und auch ich verehr mich. Aber man hat fast gedacht. Ja, ist ja recht. Ich werde wirklich, ist ja aber... Michael, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Vielleicht passt es wieder mal, danke. Gern. Tschüss. Du bleibst da, du gehst noch nicht. Nein. Wir haben noch eine kleine Überraschung für unsere Gäste, denn wir wollen jetzt sagen, dass das neue Jahr lustig, zünftig, fröhlich anfängt, dass man ein bisschen mehr Hoffnung haben kann, Spaß machen, das gehört einfach dazu. Freude, lustig sein soll es. Ja, und ich hätte gern mit dir, wenn du schon da bist, als Steirer Bub, ein Lied gesungen. Wir sind ja hier auf dem Berg. Ja. Und ich hätte gern mit dir ein Lied über den Berg gesungen. Also das Berglied? Oder? Nein, also, der Berg ist ja ganz was anderes, verstehst du? Ja. Der Berg ist sozusagen der Nachname. Ne? Aha. Und das Lied hat noch einen Vornamen, verstehst du? Also der Vorname im Berg. Also, da. Ah, jetzt. Kennst du aus? Um Gottes Willen. Kennst du aus? Bitte verschon mich. Nein, ich möchte das unbedingt machen und ich bin sicher, die Leute applaudieren jetzt so, dass du nicht anders kannst. Ja. Yeah. Ja, also hier ist, pass auf, wir singen jetzt für unsere Gäste hier im Saal und natürlich für alle unsere Zuschauer das weltberühmte Lied vom Laurenziberg. Fango, bitte sehr. Ja. Jetzt hast du natürlich unterstützt. Das schaffst du schon, nicht nervös sein, ganz ruhig, komm, ganz ruhig. Schaffst du über den Laurenziberg, Hei ho, da kommen die schönen Mädchen daher. Jori, 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 Jori. Was? Ja? Ja, aber Mädchen, tanzt's nicht so hoch. Jori, Jori, Jai-ho. Sonst fliegt euch der Stab ins Gesicht. Zick, zick. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Auf geht's, gell? Bitte. Was? Was redest du? Are, are, are. Hildodere, 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 hildodere. Dann nehmen wir so einen Besen her. Ein Besen, gell? Jori, jori, ri, ai, ho. Da fahren wir ein bisschen so hin und her. Oh, das ist schön. Jori, 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 ri. Sei halt nicht so nervös. Da, are, are, ri, 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 ri. Hier waren wir am Schroffen vorn. Jori, Juli, Juli, Jai, ho. Ja, da fühlen wir uns wieder heim. Ja, wenn wir was zu trinken kriegen dann, gell? Jori, Juli, Juli, Juli. Der Hader. Welcher Haderer? Der Hader. Haderer? Warum? Haderer. Meine beiden Steirer Buben, hier ist lieber Michael. Also wirklich, habt ihr ganz toll gemacht. Sag mal, hier ist, du spielst die Diatonische, ja?
Ja, aber eigentlich nur für den Hausgebrauch. Ja, aber das ist ja wichtig, dass viele Leute Harmonika, Akkordeon zu Hause spielen, üben tausende von Menschen auf der ganzen Welt in den unterschiedlichsten Variationen. Es gibt nämlich jetzt im Programm, das geht nämlich jetzt gleich weiter, einen jungen Buben, der mit 5 Jahren bereits dieses Instrument gelernt hat. Ja, du hast es doch auch gelernt, ich hab's gelernt, ja. Ja, warum sonst? Oh ja, es ist ja klar, meine, wenn man dann immer weitermacht, das ist ja das Traurige, als Kind lernt man Instrument, aber es ist ja egal, ich meine, dieser Bub, der hat wirklich was aus sich gemacht. Er ist in unheimlich vielen Fernsehsendungen zu sehen. Aufgetreten, richtig. Und heute hören wir ihm auf seiner steirischen mit dem Titel Lustige Harmonika. Freuen Sie sich mit mir auf den 12-jährigen Florian Silbereisen. Ja. Und Volksmusik schon gar nicht. Aus dem Land, wo Uhren, Käse und Schokolade nicht mehr wegzudenken sind, kommen unsere nächsten Gäste aus der Schweiz nämlich. Genau, das sind 2 lustige Gesellen mit etwas trockenem Humor. Den einen kennt man aus der Schweiz, der singt zusammen mit seinen Brüdern, hat unheimlich viele Schweizer Hits kreiert. Und den anderen kennen Sie auch, es ist nämlich der Schweizer Moderator des Grand Prix der Volksmusik. Aber was Sie sicherlich noch nicht wissen, er ist einer der allerbesten Jodelinterpreten und hat in der Schweiz eine eigene, sehr erfolgreiche Fernsehsendung. Zusammen treten diese beiden als Stimmungsduo auf. Und deshalb herzlich willkommen Sepp Drütsch und Vic Eugster. Schlauchpfannfass 1, ausrollen. Feuerwehr zur Stelle, Tag und Nacht bereit. Immer auf die Schnelle. Und zur rechten Zeit, Feuerwehr zur Stelle, es ist ein alter Brauch. Immer wenn man löschen will, steht einer auf dem Schlauch. Schlauchpfannfass 1, anschließen! Es war ein schwerer Arbeitstag und jetzt macht mich der Dusch. Das muss man löschen, das muss man löschen. Ich brauch jetzt was zu trinken, alles andere ist mir wurscht. Das muss man löschen, das muss man löschen. Die Sonne scheint heute pausenlos, spül und warm. Das ist ein Notfall, zweifellos, das ist Alarm. Alarm, 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 Alarm. Feuerwehr zur Stelle. Tag und Nacht bereit, immer auf die Schnelle und zur rechten Zeit. Feuerwehr zur Stelle, es ist ein alter Brauch, immer wieder.
löschen will, steht einer auf dem Schlauch. Klapp und Fass 1, Wassermatsch! Mein Hals ist wie aus Löschpapier, dem fehlt ein kühler Schluck. Das muss man löschen, das muss man löschen. Es ist die höchste Eisenbahn, ich brauche euch ruckzuck. Das muss man löschen, das muss man löschen. Ein Löschzug ist für jedermann, für reich und arm. Darum im Laufschritt sofort ran, das ist Alarm. Alarm, 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 Alarm. Feuerwehr zur Stelle, Tag und Nacht bereit. Immer auf die Schnelle und zur rechten Zeit. Feuerwehr zur Stelle, es ist ein alter Brauch. Immer wenn man löschen will, steht einer auf dem Schlauch. Chor, das sind Mitglieder des Liederkranzes Bad Reichenhall unter der Leitung von Hans Brandl. Danke sehr.
Ja, der lustige Musikanten-Express biegt jetzt gerade auf die Zielgerade ein und da passt es natürlich gut, wenn wir auch einen Jodel-Express einbauen können. Und wenn das noch dazu ein junges, fesches, hübsches Münchner Madel macht, umso besser. Da kommt der kleine Stottern beim jungen, fesschen, hübschen Madel. Sie stammt aus einer Jodelfamilie, ist wohl die beste, eine der besten ihres Fachs. Und wir alle kennen sie, diese virtuose Interpretin, Angela Wiedel. Alle Leute singen, tausend Träume werden wahr.
was ist bloß geschehen? Alles ist so wunderbar. Tanzen, singen, lachen, Verrückte sammeln, machen. Niemand weiß, was noch geschieht. Heute ist ein Feiertag, darum singen alle mit im Chor. Jetzt geht es richtig los, jetzt ist die Stimmung groß. Alle sind nun voll dabei, ein jeder fühlt sich sorgenfrei. So ein Tag, der ist doch schön, so viele frohe Menschen sind. Gute Laune haben wir bleiben. Los, das waren Musikanten aus Kärnten, das Karawanken-Quintett. Und wir haben diesen Titel extra gegen Ende der Sendung ins Programm genommen, denn jetzt geht's erst richtig los. Ja. Hat auch für uns beide in dreierlei Hinsicht Bedeutung. Erstens geht's jetzt erst richtig los mit unserem großen musikalischen Finale, zu dem wir alle unsere Kollegen noch einmal auf die Bühne bitten. Genau, und zweitens geht es bald los. Sie wissen ja, morgen Abend müssen Sie alle gut rüberrutschen ins neue Jahr. Und wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie alle Herausforderungen des neuen Jahres mit viel Optimismus anpacken werden. Und drittens geht es jetzt schon wieder los. Und zwar mit unserer nächsten Sendung der lustigen Musikanten am 27. Januar aus Interlaken in der Schweiz. Und ein kleiner Hinweis, bitte sichern Sie sich Ihre Karten rechtzeitig. Ja, meine Damen und Herren, jetzt bleibt uns nur noch eines über, Ihnen morgen wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und dass alle Ihre guten Vorsätze auch wirklich durchgesetzt werden. Ja, du brauchst reden, Menschenskind, wenn ich dich schon reden höre. Hast du jetzt endlich einen Vorsatz fürs neue Jahr? Ich habe noch 24 Stunden Zeit. Nein, das geht nicht. Ich hätte so viele Ideen für dich. Ja, das glaube ich. Bevor du mit deinen Ideen kommst, verstehst du, was für mich vielleicht gravierende Folgen haben könnte? Ja, das könnte schon sein, ja. Meinst du? Ja. Nein, also ich muss wirklich sagen, Vorsatz hin, Vorsatz her, das ist wurscht. Wir freuen uns auf Sie. Es gibt ja tolle Bauernregeln. Ja, die gehört ja eigentlich dazu. Eine original Bad Reichenhaller Bauernregel. Die warte ich jetzt noch. Und die heißt, ist Silvester hell und klar, folgt am nächsten Tag Neujahr. Ja. Jetzt geht's richtig los, unser Finale. Ja. Jetzt geht die Party richtig los. Wir
Das Tal.